Vorlesungstermin aus Self-Development und damit auch gleichzeitig zum eingeladenen Vortrag von Kevin Kromig. Kevin hat auch hier in Frankfurt studiert, Wirtschaftsinformatik, damals hat das noch Informationsmanagement geheißen. Genau. Und er hat 2016 dann das Studium abgeschlossen, davor eine Masterarbeit geschrieben, die ja, bei mir durchgeführt wurde und sehr interessant war. Da geht es um Wischgesten auf Tablets. Sehr verbunden mit dem Kurs heute. Ja, ansonsten nach dem Abschluss ist er wieder zurück nach München gegangen, arbeitet dort als App-Entwickler, sehr erfolgreich und gleichzeitig aber auch, wie man da am Setup schon erkennen kann, als YouTuber mit ca. 35.000 Followern. Ja, fast. Vielleicht bekommen wir die 35.000 heute voll. Und ja, veröffentlicht regelmäßig ganz interessante Videos zu aktuellen Themen, zum Beispiel wie man ChatGPT produktiv einsetzen kann für die Programmierung oder wie viel man als Softwareentwickler heutzutage verdient. Ganz interessante Videos. Ja, und er wird heute darüber sprechen, was eben nach dem Studium kommt, einen Einblick geben in seine Karriere als App-Entwickler und vielleicht auch als YouTuber. Ganz genau. Also, bitte mal Applaus für Kevin Kromig. Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Also ich habe mich natürlich sehr gefreut. Das letzte Mal habe ich hier an der Uni was präsentiert. Das war eben 2016, als ich meine Masterarbeit verteidigen durfte. Heute möchte ich euch ein paar Jahre danach erzählen, wie so eine Karriere in der App-Entwicklung aussehen kann. Was kommt nach dem Abschluss? Wie kann man den Einstieg schaffen? Wie sieht vielleicht die Zukunft aus? Das sind so die Themen, über die wir heute sprechen. Bevor es losgeht, habe ich aber mal eine Frage. Kennt irgendjemand diesen Hasen? Ja? Ganz genau, Big Bug Bunny. Also das ist ein Open-Source-Kurzfilm mit Blender. Und das ist in der Entwicklung im Videobereich sehr gerne benutzt, weil das halt Open-Source ist. Man darf das Video überall veröffentlichen und so weiter. Also ich habe, obwohl der Hase ganz süß aussieht, habe ich regelmäßig Albträume eine Zeit lang gehabt, weil ich mit ziemlich viel Stress verbunden habe. Aber es hat sich im Endeffekt zu was ganz Gutem entwickelt, aber das werde ich euch natürlich heute alles erklären. Genau, ich wurde zwar schon angekündigt, aber nochmal ganz kurz zu mir. Ich habe hier Master in Informationsmanagement gemacht, das ist schon ein paar Jahre her, arbeite jetzt seit circa 10 Jahren in der Softwareentwicklung und mittlerweile bin ich auch ganz aktiv auf YouTube unterwegs. Mein aktueller Job ist bei Waipu.tv. Ich bin mir nicht sicher, ob man es hier in Österreich kennt, weil es eigentlich auf den Markt in Deutschland fokussiert ist, lizenzrechtliche Gründe. Das ist Live-TV-Streaming, das heißt, man braucht jetzt keine Satellitenschüssel mehr zu Hause oder einen Kabelanschluss, sondern es geht halt alles über eine App. Also Smartphone, Tablet, Fire TV-Stick, also praktisch jedes Gadget, was man irgendwie damit befeuern kann, wird auch damit bespielt. Und dort arbeite ich hauptsächlich an den Apple-App-Plattformen mit, das heißt iPhone, iPad und mittlerweile auch Apple TV. Genau, nebenbei mache ich YouTube-Videos zu allen möglichen Themen. Wie kann man programmieren lernen? Wie kann man sich motivieren, das eigene Projekt umzusetzen? Wie sieht so eine Karriere in der IT aus? Ich versuche mit Vlogs realistische Einblicke in so einen Arbeitsalltag zu geben, so die guten Sachen, aber auch die schlechten Seiten versuche ich zu zeigen, um da halt wirklich so ein authentisches Bild wie möglich zu bieten. Heute will ich in erster Linie 3 Fragen beantworten. Also, wie gelingt der Einstieg in die IT? Das heißt, ihr seid alle noch, oder viele von euch sind noch im Studium. Das heißt, ja, man macht vielleicht ein Praktikum, wie kann man eigene Projekte angehen, diese Dinge. Die 2. Frage ist, wie sieht die Arbeit heute aus? Also was machen Entwickler gerade im Mobile-Team heute? Wie arbeiten die Teams zusammen? Welche Plattformen gibt es? Welche Möglichkeiten gibt es da? Und das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Wir versuchen, einen Blick in die Glaskugel zu werfen und schauen, wie sieht die Arbeit vielleicht in ein paar Jahren aus? Also gerade mit den neuesten Entwicklungen im Bereich KI ist halt einfach, ja, vielleicht auch die Frage berechtigt, wie wird sich das auswirken? Zudem werde ich euch noch 3 Erkenntnisse geben, die ich über die Jahre irgendwie gesammelt habe, wo ich damals eigentlich ganz gerne gehabt hätte,
dass sich jemand hingestellt hätte und hätte gesagt, Kevin, achte doch auf das, das und das. Also es sind so drei große Erkenntnisse und zwischendurch versuche ich immer so ein paar kleinere Tipps noch mit an die Hand zu geben, falls ihr auch irgendwie eine Karriere in der IT-Branche anstrebt. Ich versuche das natürlich jetzt aus der Sicht eines iOS-Entwicklers zu erklären, aber man kann die ganzen Erkenntnisse irgendwie abstrahieren, ob ihr jetzt Android-Entwicklung macht, iOS, Web-Frontend, Backend, Embedded. Im Prinzip sind so die Erkenntnisse eigentlich überall anwendbar. Jetzt sieht es so aus, okay, ich habe studiert, dann habe ich mein Praktikum gemacht, dann seitdem arbeite ich jetzt in der Softwareentwicklung, jetzt mache ich Videos über Softwareentwicklung. Das hört sich schon so an, so okay, der hat das alles gut durchstrukturiert, der hat voll Plan davon und wusste ganz genau, was er machen möchte. Nein, überhaupt gar nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte überhaupt keinen Plan. Das hat sich alles erst während des Masterstudiums herauskristallisiert, dass ich überhaupt in Erwägung ziehe, in der Softwareentwicklung später mal ganz normal zu arbeiten. Der initiale Anstoß dazu gab es 2013, denn dort habe ich, es war Teil des Curriculums, ich glaube, ich habe mal in euer Curriculum reingeschaut bei den Informatikern, dass es ein Softwarepraktikum dort auch gibt. Das heißt, ich muss es euch wahrscheinlich nicht erklären, das ist jetzt nicht ein Praktikum, was man unbedingt in der Firma macht, sondern man bekommt eine Idee für irgendein Stück Software, für irgendein Programm und muss dann von der Konzept bis zum finalen Produkt das Ganze entwickeln. Und in meinem Fall war das eine Videoplayer-App für das iPad. Das durfte ich dann auch bei Professor Schöffmann damals machen. Genau. Hieß dann auch, okay, ich darf es für iOS oder Android machen. Damals gab es die VO App Development leider noch nicht. Das heißt, ich musste mir das irgendwie selbst beibringen und ich hatte auch zu Hause ein iPad rumliegen. Dann habe ich gedacht, gut, dann mache ich es halt fürs iPad. Die Idee war eigentlich folgende. Man hat einen Videoplayer und statt jetzt zu einer ganz gewöhnlichen Seeker-Leiste, wie man es bei YouTube, Netflix und so weiter kennt, um in dem Video zu navigieren, navigiert man über Wischgesten. Das heißt, man swiped einfach und dann wie in einer Fotobibliothek navigiert man so durch sein Video. Und genau, je nachdem, wo man sich befindet, auf der vertikalen Achse springt man dann weiter oder kürzer im Video. Und da ging auch so ein bisschen der Albtraum mit diesem Hasen los, weil es das einzige Testvideo hatte, was ich auf meinem iPad, was ich mir runtergeladen hatte. Und über Monate hinweg, auch wenn es eine relativ kleine App war, habe ich ständig diesen Hasen gesehen. Und bei der Softwareentwicklung ist es halt so, dass 90% der Zeit sitzt man da und es funktioniert halt irgendwas nicht. Man probiert rum und die letzten 10% ist dann so, ah ja, ich habe es voll drauf, ich kann das jetzt. Aber die meiste Zeit war es halt einfach nicht so. Das heißt, ich bin dann auch teilweise nachts aufgewacht und habe dann wieder irgendeine Szene im Kopf gehabt und denke so, oh, vielleicht kann ich das ja so und so machen, kurz irgendwas aufgeschrieben. Was es nicht einfacher gemacht hatte, war, dass ich mich für iOS-Entwicklung damals entschieden hatte. Und Professor Schöffmann hat noch gefragt, bist du dir ganz sicher, dass du das für iOS machst? Weil damals gab es noch kein Swift, weil Objective-C ist nicht die einsteigerfreundlichste Programmiersprache. Sieht halt so aus. Für mich war das katastrophal und richtig schwer. Aber ich habe mir dann so eine Lern-DVD auf Amazon bestellt für iOS 6, weil ich muss überlegen, es war 10 Jahre her, auf YouTube gab es noch nicht irgendwie massenweise Videotutorials, die man sich kostenlos anschauen konnte. Und ich habe die DVD dann durchgearbeitet und nach 2 Wochen habe ich dann angefangen, an der App zu entwickeln. Und das fertige Ergebnis sah dann so aus. Und ich war auch richtig stolz darauf. Die App landete im App Store und da habe ich dann gewusst, okay, eigentlich will ich das schon weitermachen. Also ob ich dafür irgendwann mal bezahlt werde, ist eine Sache, aber ich möchte weiterhin eigene Apps entwickeln. Das ist dann erstmal kurzzeitig auf Eis gelegt worden, weil ich mein richtiges Masterpraktikum gemacht habe bei einer Firma in München. Die Firma heißt Couponation. Das ist so eine Couponing-Plattform. Das heißt, wenn ihr irgendwie Schuhe bei Nike bestellen wollt, dann schaut ihr auf Google Gutscheincode Nike. Dann findet ihr vielleicht so einen 25% Gutscheincode. Ihr klickt drauf, werdet auf die Couponation-Webseite weitergeleitet, kopiert dort den Code, klickt weiter und dann kauft ihr euch die Schuhe und dann über dieses Affiliate-Programm verdient die Firma Geld. Ich habe jetzt nicht direkt an dem Produkt mitentwickelt, sondern war als QA-Engineer angestellt, dann auch als Vollzeitangestellter und habe dann automatisierte Tests programmiert. Das heißt, hauptsächlich für den Backend-Bereich, aber teilweise auch für den Frontend-Bereich.
Aber die iOS-Entwicklung hat mich einfach nicht losgelassen und es hat natürlich noch dazu beigetragen, weil ich parallel dazu meine Masterarbeit geschrieben habe. Und dort war dann auch die Idee, Professor Schöffmann hat mich damals auch betreut, eine Weiterentwicklung der ersten App zu machen, weil dort war nämlich dieses Problem, dass ich ein Video anschaue und dann möchte ich von einer Szene in die andere reinspringen. Und das hat auch ganz gut funktioniert, aber natürlich verpasst man dann, was dazwischen passiert. Deswegen war dann die Idee, dass ich durch diese Wischgesten nicht von einer Szene in die andere reinspringe, sondern das Video beschleunigen kann. Und so kann man dann praktisch wie in einer Liste, die man sich anschaut und durchscrollt und schon ungefähr weiß, wonach ich suche, dann relativ schnell einen Überblick über den Inhalt bekommen. Jetzt hatte ich dann das Problem, dass bei Couponation gab es keine Möglichkeit für mich als iOS-Entwickler zu arbeiten, weil die einfach keine Apps hatten. Mir wurde angeboten, dass ich einen Wechsel als QA-Engineer in den Frontend-Bereich oder Backend-Bereich machen kann, aber ich wollte unbedingt iOS machen und deswegen blieb mir keine andere Möglichkeit, als die Firma zu verlassen. Das ist schon mal ein erster Tipp, den ich euch mitgeben kann. Wenn ihr irgendwo in der Firma arbeitet und mit Technologie X arbeitet, aber dann merkt, okay, ich möchte das vielleicht nicht machen und innerhalb der Firma gibt es die Möglichkeit, vielleicht einen Wechsel in den Frontend-Bereich zu machen und davor macht ihr Backend, dann würde ich das auf jeden Fall ansprechen, weil es ist nicht so, dass man sich mit einer Plattform verheiratet. Also Firmen finden das auch okay, wenn man den Wechsel macht, weil für die ist es viel besser, statt jetzt, wenn die Leute kündigen und sich dann neue Leute holen, weil es viel teurer ist. Und so können sie dann halt Leute, wo sie ja wissen, die passen ja sowieso schon in der Firma, die arbeiten da vielleicht schon ein paar Jahre, könnt ihr dann den Wechsel machen. Und für euch ist es natürlich auch ein guter Bonus, weil wenn ihr vielleicht schon 1-2 Jahre im Backend-Bereich irgendwie Erfahrung gesammelt habt, vielleicht schon die ein oder andere Gehaltserhöhung und dann macht ihr den Wechsel innerhalb der Firma, ist es unwahrscheinlicher, dass ihr Gehaltseinbußen macht. Weil wenn ihr natürlich sagt, ich möchte aber in den Frontend-Bereich, ihr kennt euch da nicht so gut aus und bewirbt euch in einer anderen Firma, dann haben die natürlich immer die Möglichkeit, beim Gehalt, bei den Gehaltsgesprächen ein bisschen zu drücken, weil ihr natürlich dann als Junior praktisch einsteigt. Das ist nur so ein kleiner Tipp am Rande, vorausgesetzt, ihr seid natürlich gerne in der Firma. Deswegen hat sich dann für mich die Frage gestellt, wie werde ich iOS-Entwickler? Also da kann man jetzt Android, Webfrontend, was auch immer ihr gerne machen möchtet, einsetzen, das ist eigentlich völlig egal. Da gibt es natürlich die klassischen Methoden. Man geht auf LinkedIn, legt sich ein Profil an und kann vielleicht auch Firmen anschreiben oder wird vielleicht direkt von der Firma oder vielleicht von Headhuntern angeschrieben. Oder man geht auf Plattformen wie Indeed und StepStone, kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Da tippt man dann oben einfach ein, iOS-Entwicklung, sieht dann hier über 52.000 Treffer. Ich denke mal, das ist weltweit. Also gibt es schon relativ viel und kann dann halt hier noch ein bisschen filtern und sucht sich dann irgendeine Jobbeschreibung aus. Klickt dann drauf und bekommt dann die Jobbeschreibung. Dort steht natürlich immer dabei, was die Firma euch bieten kann, was sie von euch erwarten und euer Profil. Und da kann ich euch direkt noch den nächsten Tipp mitgeben. Da steht immer relativ viel, aber man darf das eher als Wunschliste der Firma sehen. Nur, also man darf sich da nicht einschüchtern lassen und denken so, ja, aber ich check ja nicht alle Boxen ab, deswegen brauche ich mich da gar nicht erst zu bewerben. Oftmals ist es tatsächlich so, dass jemand aus der Personalabteilung diese Jobbeschreibung ausfüllt, teilweise nicht mal mit der IT-Abteilung Rücksprache hält, ob das sinnvoll ist, ob die Technologien, die da stehen, überhaupt zusammenpassen. Weil ich habe das schon häufig gesehen, dass dann iOS-Entwicklung dasteht. Ja, man muss auf jeden Fall Swift, Objective-C, Java und JavaScript auch noch mit reinpacken. Kein iOS-Entwickler arbeitet mit dem allem gleichzeitig. Also deswegen würde ich halt versuchen, mich dann einfach trotzdem zu bewerben, weil es einfach auch so einen Bedarf gibt, dass es dann, dass viele Firmen da einfach drüber hinwegsehen. Wie gesagt, in der IT gibt es einen riesen Bedarf. Das heißt, ihr werdet euch wahrscheinlich nicht nur bei einer Firma bewerben, sondern vielleicht bei mehreren Firmen. Und durch das, dass es so einen Bedarf gibt und ihr alle smarte Leute seid, bekommt ihr mehrere Angebote. Das ist nicht unüblich. Deswegen stellt man sich dann eher die Frage, für welche Firma entscheide ich mich? Und da würde ich jetzt mal grob in drei Kategorien oder drei Kriterien des Entscheidungsprozesses aufteilen. Kriterium 1 sind die Benefits, die mir eine Firma bieten kann. Denn es ist schon lange nicht mehr so,
dass man sich, dass so eine Bewerbung eine Einbahnstraße ist. Man bewirbt sich zwar bei der Firma oder die Firmen schreiben einen an und man sitzt dann im Bewerbungsprozess. Wenn man aber ein ordentlicher Kandidat ist und gut auf die Stelle passt, dann versucht die Firma natürlich auch, sich bei euch zu bewerben, damit ihr, weil die wissen natürlich, dass ihr wahrscheinlich mehrere Angebote auf dem Tisch liegen habt und ihr wollt dann natürlich, die wollen natürlich, dass ihr euch für sie entscheiden. Genau, deswegen bietet eine Firma auf Benefits an. Ich meine, da geht es dann um, wie viele Urlaubstage, man bekommt bezahlte Weiterbildungsmaßnahmen, also Budget dafür, Kantine, Obstkörbe im Kaffeeraum, das sind alles solche Dinge. Das zweite Kriterium ist nicht immer gleich so transparent, ist, wie kann ich innerhalb der Firma wachsen? Also gibt es dort Aufstiegsmöglichkeiten, habe ich besonders talentierte und erfahrene Leute, die mich coachen, mit denen ich zusammenarbeiten darf, weil das kann man nicht direkt messen, aber es ist wahnsinnig wichtig, wenn ich halt einfach Leute habe, die mir sehr viel beibringen können, gerade jetzt im Einstiegsbereich. Und das dritte Kriterium ist das offensichtlichste, was meiner Meinung nach aber ein bisschen überschätzt wird, ist das Gehalt. Gerade das Einstiegsgehalt wird überall wahnsinnig diskutiert. Wenn ich jetzt aber die Wahl hätte zwischen zwei Firmen, Firma A bietet mir 6.000, 7.000 Euro brutto mehr Jahresgehalt, aber Firma B weiß ich ganz genau, da sitzen richtig gute Leute, ich bekomme viel Verantwortung und werde sehr viel lernen, würde ich mich immer für Firma B entscheiden, also wenn es wirklich nur auf diese zwei Punkte dann runtergebrochen wird, weil es ist nicht unüblich, dass man nach 2 oder 3 Jahren die Firma wechselt und dann macht man eigentlich die richtigen Gehaltssprünge. Wenn ich jetzt aber 2 Jahre lang richtig viel Erfahrung in der Firma gesammelt habe und richtig was drauf habe, dann habe ich natürlich dann für den nächsten Schritt eine viel bessere Position. Deswegen ist es smartere Investment zu sagen, vielleicht brauche ich nicht so viel Geld, weil selbst ein niedrigeres Einstiegsgehalt in der IT ist trotzdem wirklich ordentlich. Deshalb würde ich eher Kategorie 2 bevorzugen. Bei mir war das dann so, dass ich den Wechsel gemacht habe zu Freeletics. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so eine Fitness-App. Man bekommt ein Training zugewiesen, trainiert dann und wird dann hoffentlich in ein paar Wochen fit. wenn man dranbleibt. Und genau, bei mir war das nämlich über eine andere Möglichkeit. Es ging weder über LinkedIn, StepStone, eine direkte Bewerbung, sondern über einen Kontakt innerhalb der Firma. Das ist auch ein richtig wichtiger Tipp, den ich euch mitgeben kann. Wenn ihr jemanden in der Firma kennt, dann probiert es auch einfach über eine persönliche Empfehlung. Denn gerade wenn man überlegt, so eine Personalabteilung, die hat teilweise nur Sekunden, um sich zu entscheiden, ob ein Lebenslauf passt oder nicht. Die schauen sich das an, screenen das teilweise wirklich nur ein paar Sekunden und dann landet man entweder auf dem Ja- oder auf dem Nein-Stapel. Diesen Schritt kann man überspringen, wenn man jemanden in der Firma hat. Oftmals werden die Leute, die in der Firma sind, bekommen sogar noch einen Referral-Bonus von ein paar tausend Euro, wenn sie gute Kandidaten in die Firma reinbringen. Also das ist wirklich was, weil das natürlich viel günstiger ist als über Headhunter und andere Plattformen. Ich hatte natürlich überhaupt keine professionelle Erfahrung, um in die Firma reinzukommen, weil die einzigen Apps, die ich entwickelt habe, war halt im Rahmen des Studiums. Ich habe keine Ausbildung im Sinne von, ich war davor schon in der Firma, wo ich iOS gelernt habe. Mein Code, der sah aus wie Kraut und Rüben. Aber die App hat funktioniert. Und das ist halt auch ein guter Punkt, weil ich habe dann in dem Bewerbungsgespräch, konnte ich einfach mein iPad rausholen und sagen, Leute, mein Code, der ist jetzt vielleicht nicht ganz so gut. Ihr stellt mich nicht ein, weil ich jetzt viel Wissen in die Firma reinbringe, aber ich habe Potenzial, schau dich mal an, was für Apps ich programmiert habe. Habe die dann wirklich in einem Gespräch einfach vorgeführt und habe dann erklärt, was ich gemacht habe, also wie ich das Konzept umgesetzt habe. Und die haben dann gewusst, okay, hoffentlich ist das eine gute Investition, wir stellen den ein und habe dann auch die Zusage bekommen. Und ich habe jetzt natürlich über die Jahre hinweg sehr viele Bewerbungsgespräche selbst auch geführt, auch für Einsteiger und die Leute haben immer eine viel bessere Chance gehabt, die schon mal ein abgeschlossenes Projekt hatten, was sie dann halt vorzeigen konnten. Denn, ja, genau, also so ein Zertifikat, wo einfach nur draufsteht, der kann programmieren oder die kann programmieren, hat nur so viel Wert, wie man das dann auch wirklich nachweisen kann. Deswegen die erste Erkenntnis, die ich euch mitgeben kann, ist, dass abgeschlossene Projekte ist das A und O.
Also wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, ein eigenes Projekt umzusetzen, und im Studium gibt es ja so viele Möglichkeiten, dann würde ich das auf jeden Fall machen, weil ihr danach irgendwas in der Hand habt, was mehr ist als ein Zeugnis, wo draufsteht, okay, die und die Kurse wurden mit der und der Note belegt. Weil viele Leute können halt mit so einer Note, die einfach was Abstraktes ist, nicht so viel anfangen. Obwohl man es eigentlich vergleichen kann, die wollen halt eher, dass Leute Hands-on-Erfahrung haben. Und es geht halt mit so einem abgeschlossenen Projekt als erstes. Um euch einfach mal zu zeigen, wie viel Erfahrung ausmacht, dann tatsächlich, wenn man dann mal längere Zeit gearbeitet hat, kann ich euch mal meinen originalen Lebenslauf zeigen. So, das ist wirklich nur eine Seite, das ist das PDF. Wenn ich einer Firma meinen Lebenslauf schicke, bekommen die ganz genau dieses Dokument. Fällt euch da irgendwas auf? Außer, dass meine Telefonnummer und meine Adresse nicht da draufsteht. Die Ausbildung ist nicht drauf. Genau, es steht überhaupt nicht drauf, dass ich studiert habe. Weil wenn ich mich für eine iOS-Entwicklungsstelle bewerbe, dann ist es denen mittlerweile komplett egal, was ich davor gemacht habe. Die sehen einfach nur, der hat die letzten 7 Jahre ausschließlich oder 8 Jahre ausschließlich iOS-Entwicklung gemacht. Denen ist es mittlerweile völlig egal, dass ich vor so und so vielen Jahren mal in dem und dem Fach eine Note 2 oder 3 hatte. Das heißt es natürlich nicht, dass ein Studium egal ist, weil ohne mein Studium wäre ich da gar nicht erst reingekommen. Aber es ist viel wichtiger, dass man halt versucht, so viel wie möglich, selbst im Studium, irgendwie praktische Erfahrungen zu sammeln, weil jetzt habt ihr die Zeit, auch wenn ihr manchmal das Gefühl habt, ihr seid viel im Stress, wenn ihr dann mal wirklich irgendwo arbeitet, dann wisst ihr, okay, im Studium hatte ich schon viel mehr Freizeit und hatte auch die Zeit für mich, für die Sachen zu begeistern oder Zeit reinzuschenken, die mich begeistern. Deswegen nutzt es die Chance, dass ihr hier im Studium seid und versucht, so viel praktische Erfahrungen wie möglich zu sammeln. Genau. Jetzt ist es aber so, dass man nicht für immer in der Firma bleibt. Ich habe da über 3 Jahre gearbeitet. Da die App gab es für Android und iOS. Das war native Applikation. Das heißt, man war entweder iOS- oder Android-Entwickler. Und wir haben damals in Feature-Teams gearbeitet. Das bedeutet, bei einer bestimmten Firmengröße hat man dann die Option zu sagen, wir sagen jetzt nicht, okay, hier gibt es das iOS-Team und da vorne gibt es das Android-Team und die arbeiten dann so vor sich hin, sondern wir brechen diese App in dem Fall auf und versuchen das in Feature-Bereiche aufzuteilen, zum Beispiel den Trainingsbereich, in dem Bereich, wo ich dann ein paar Jahre gearbeitet habe. Das heißt, man sitzt dann zusammen mit Android-iOS-Entwicklern in einem kleineren Team, Backend, dann noch vielleicht jemand aus Design, dann noch eine Produktmanagerin und versucht dann, diesen Trainingsbereich so gut es geht zu verbessern. Das nur mal, um so einen kleinen Einblick zu geben, wie so eine Teamstruktur aussehen kann, wenn die Firma ein bisschen größer wird. Genau, dann stellt sich aber irgendwann die Frage, ja, vielleicht möchte ich dann doch was Neues machen. Und da gibt es dann eigentlich so, würde ich sagen, so 3 Gründe, außer man ist richtig unglücklich in der Firma, wieso man eine Firma verlassen möchte. Grund Nummer 1 ist natürlich, ich suche neue Herausforderungen, ich möchte persönlich wachsen, vielleicht kann ich in der Firma nicht den nächsten Karriereschritt gehen, weil ich schon irgendwie so und so viel Erfahrung habe und ich möchte vielleicht irgendwie auch ein bisschen mehr Mitarbeiterverantwortung übernehmen. Die Firma ist aber zu klein. Das sind dann alles solche Gründe. Grund Nummer 2, ich möchte eine komplett neue Technologie lernen. Also das war ja bei mir der Fall, um den Wechsel in die iOS-Entwicklung zu machen, musste ich zwangsläufig die Firma wechseln. Und der 3. Grund ist natürlich, ja, ich möchte mehr Geld haben. Die größten Gehaltssprünge macht man tatsächlich, wenn man die Firma wechselt. Da kann man dann natürlich sich bei mehreren Firmen gleichzeitig bewerben und schauen, wo bekomme ich das beste Angebot, wenn es dann halt wirklich darum geht, ich möchte mehr Geld verdienen. Nur mal ganz kurz, ihr kennt wahrscheinlich alle Glassdoor, das ist so eine Bewertungsplattform für Unternehmen. Das heißt, man kann sich dann dort Jobangebote raussuchen, sieht dann hier einmal das Jobangebot, sieht dann aber auch gleichzeitig, was ehemalige Mitarbeiter, aktuelle Mitarbeiter und Bewerber über die Firma sagen. Also das ist auch eine ganz wichtige Seite, wo man dann, gibt auch noch Kununu, das ist ein Mitbewerber von Glassdoor. Da kann man dann mal reinschauen, was auch, je nachdem wie groß die Firma ist, sieht man dann auch, was Leute verdienen. Weil Leute, Angestellte können ihre Gehälter anonymisiert dort veröffentlichen. Das heißt, man bekommt schon mal so eine kleine Range angezeigt, wie viel man dort verdient.
Bei mir war es dann so, auch wieder über eine persönliche Empfehlung, bin ich zu Payback gegangen. In Deutschland ist es riesig, in Österreich gibt es es auch. Also wir hatten zum Beispiel, wir hatten auf jeden Fall damals eine österreichische Version der App. Das ist im Prinzip so ein Punktesammelsystem. Ich gehe in den Supermarkt, ich scanne meinen Barcode, ich sammle Punkte beim Einkauf und kann die dann entweder durch Goodies oder durch Einkaufsgutscheine eintauschen. Das ist jetzt nicht so sexy wie so eine Fitness-App, wo man trainiert und so weiter, aber der technologische Stack ist halt viel spannender gewesen, weil es ist erstmal von der Skalierung her eine riesige App. Da sind monatlich Millionen Nutzer, die halt diese App verwenden. Das heißt, wenn ich irgendein neues Feature entwickle und es wird rausgebracht, dann weiß ich, dass wirklich wahnsinnig viele Leute diese Funktion benutzen. Macht natürlich auch ein bisschen Druck, weil wenn man einen Bug veröffentlicht, dann finden den halt auch Millionen von Leuten. Ist mir auch schon passiert. Ist okay, man kann ja einfach ein neues Release anstoßen, dann geht das. Genau. Und dort habe ich dann vor allem im Pay-Bereich gearbeitet. Und das sieht zwar aus wie so eine kleine Funktion, das war das letzte Projekt, an dem ich dort gearbeitet habe, aber das war ein Riesenprojekt. Das war Aral Fuel and Go. Und zwar funktioniert es so, ich habe meine Payback-App, sehe dann, dass eine Aral-Tankstelle bei mir in der Nähe ist, dann checke ich mich dort ein und dann bekomme ich so ein Sheet angezeigt, welche Zapfsäulen an der Tankstelle gerade zur Verfügung stehen, wähle aus, ich stehe an Zapfsäule 2, sage, ich möchte, 50 Euro tanken, steige aus, fange an zu tanken und fahre einfach weg, ohne jetzt in den Shop reinzugehen und zu bezahlen. Fühlt sich vielleicht ein bisschen illegal an, so was denkt die Person, die da drin steht, so hat jetzt einfach Sprit geklaut oder hat jetzt Fuel and Go benutzt, aber das war halt einfach ein gigantisches Projekt, weil Aral gehört zu British Petrol, das heißt, das ganze Backend-System war noch da, da waren natürlich noch mehrere Payment-Provider mit PayPal und so weiter zwischen involviert, dann natürlich unser riesiges Payback-System, weil man natürlich dann auch noch Punkte gesammelt hat und dann mit Geofences, um zu sehen, welche Tankstelle in der Nähe ist, welche unterstützt überhaupt Fuel and Go, dann mussten die Zapfsäulen natürlich auch, also das habe ich nicht ich gemacht, aber weil ich im App-Bereich unterwegs war, aber die Zapfsäulen mussten natürlich auch mit der Technologie ausgerüstet werden, weil die Zapfsäulen das natürlich von Hause aus nicht können. Bis dahin habe ich auch ausschließlich an nativen Apps gearbeitet. Das heißt, die Apps waren immer ausschließlich die Android-Apps mit Kotlin und teilweise noch Java, wenn die noch ein bisschen älter waren. Und dasselbe bei der iOS-App mit Objective-C und Swift. Und das war halt auch immer so festgesetzt. Das ist aber die Frage, so, was denkt ihr, was im Mobile-Bereich so die beste Programmiersprache ist? Traut sich niemand, was Falsches zu sagen. Ja? Gut, ich kann es auflösen. Die beste Sprache gibt es nicht, weil es kommt immer darauf an. Also klar, man kann es sagen, für iOS ist natürlich die beste Sprache Swift und für Android wahrscheinlich die beste Sprache Kotlin. Aber es kommt halt immer darauf an, weil hier zum Beispiel die Kommunikation mit dem Backend, hatten wir dann die Idee, der Kollege und ich, also wir haben das zu zweit, haben wir dieses Projekt auf Client-Seite umgesetzt. Der Android-Entwickler hat es mit Kotlin natürlich entwickelt und er kam dann auf die Idee, so, hey Kevin, können wir nicht mal ausprobieren, das mit Kotlin Native zu machen? Und das funktioniert dann so, er hat das ganze SDK programmiert, wir haben da noch ein bisschen Konfiguration vorgenommen und dann mit Kotlin Native kann man das Ganze in Objective-C-Binary kompilieren und das wirft man dann einfach in die iOS-App rein und es funktioniert. Also nicht immer sofort, ist ein bisschen schwerer, so ein Binary zu debuggen, aber es war natürlich ein cooles Proof of Concept, um mal herauszufinden, wie sinnvoll ist das, erspart uns das wirklich Zeit, weil es ist natürlich einfacher, es ist weniger Aufwand, wenn man sagt, ich maintaine nur noch eine Codebase und nicht zwei, weil deswegen gibt es auch solche Cross-Plattform-Technologien wie Flutter und React Native und Xamarin und so weiter, aber das kommt natürlich auch immer mit so ein paar Kompromissen daher. Deswegen, wenn jemand sagt, ohne jetzt irgendwie Kontext zu haben, das ist die beste Programmiersprache oder das ist die beste Technologie und das hat am meisten Zukunft, ohne zu wissen, was ihr überhaupt machen möchtet, dann würde ich auf die Person überhaupt nicht hören. Also wenn ihr einen Arzt anruft und
der hat überhaupt keine Ahnung von euch, hat euch noch nie gesehen und er sagt, ich habe Bauchschmerzen und er gibt euch sofort eine Diagnose, auf welcher Basis, also ohne irgendwie Nachfragen zu stellen. Deswegen würde ich versuchen, immer generell so nicht mit Scheuklappen rumzulaufen und auch nicht zu sagen, okay, ich mache jetzt nur native App-Entwicklung oder nur React Native und schaue nicht, was rechts und links gibt, sondern immer die Augen offen halten, weil das ist auch als in der Softwareentwicklung das A und O, dass man nicht sich zu arg einer Plattform verschreibt und alles andere ausblendet, weil man meint, ja, das ist ja sowieso das Beste. Deswegen, die zweite Erkenntnis ist, es kommt drauf an. Also man muss immer Kontext haben. Man muss immer versuchen zu verstehen, was will ich überhaupt mit meiner Applikation oder mit meinem System erreichen. Und was heute vielleicht gut ist, ist in 3 Jahren vielleicht völlig uninteressant. React Native hat einen riesen Hype gehabt und mittlerweile wird es richtig heftig von Flutter überholt. Das heißt aber nicht, dass Flutter jetzt die riesen Zukunft ist. Das haben vor ein paar Jahren haben die Leute genau das gleiche über React Native gesagt. Deswegen muss man halt auch immer wissen, was man überhaupt entwickeln möchte. Wir haben jetzt zum Beispiel natürlich auch mal drüber nachgedacht, ist es sinnvoll, vielleicht irgendwie eine Cross-Plattform-App zu entwickeln, weil wir haben so viele Apps. Wieso brauchen wir für jede Plattform ein eigenes Entwicklungsteam? Jetzt können wir natürlich sagen, für Android und iOS, da könnte man ja auch Flutter benutzen. Jetzt kommen aber die iOS-Entwickler daher und sagen, ja, wir haben aber noch ein Apple TV. Es wird halt einfach nicht richtig unterstützt. Das heißt, dort müsste man dann schon wieder eine native App entwickeln. Das heißt, man muss halt immer das versuchen, das große Ganze zu sehen und nicht sich zu schnell und voreilig für etwas entscheiden. Genau, das ist jetzt so, wie es aktuell aussieht. Ich würde sagen, dann schauen wir mal einen Blick in die Glaskugel rein und wie sich das hoffentlich dann irgendwann mal auf die Jobs auswirken kann. Ich bin mir garantiert sicher, dass jeder von euch dieses Fenster schon mal gesehen hat in den letzten Monaten. Das kennt mittlerweile jeder, brauche ich euch nicht erklären, was man damit machen kann. Also man erstellt damit nicht nur irgendwelche Texte, die man hoffentlich nicht in der Hausarbeit benutzt, sondern man kann damit auch Code erstellen. Und ich habe das auch mal ausprobiert und ist mit Abstand mein meistgeklicktes Video. Und dort habe ich versucht, innerhalb von 10 Minuten eine komplette App mit ChatGPT zu entwickeln. Ich hab da so eine kleine Rezept-App entwickelt mit einer richtigen API-Anbindung und ChatGPT hat mir dann auch gezeigt, wie ich diesen API-Key bekomme, wie die Kommunikation funktioniert, diesen ganzen Network-Stack mit aufbauen kann. Und im Prinzip habe ich so eine Suche. Ich tippe dann ein, welches Rezept, für was ich ein Rezept suche, wie beispielsweise Donut, bekomme dann eine Liste, klicke drauf, bekomme so eine Detailübersicht mit einem Link zu einem Bild, was ich dann eingebaut habe. Zutaten und dann eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ich das Rezept zubereiten kann. Ich war natürlich komplett geflasht, weil ich meine, klar hätte ich das natürlich, wenn ich Erfahrung habe, kann ich das natürlich auch alles selbst bauen. Und ich bin mir auch sicher, dass jemand, der vielleicht jetzt noch gar keine Entwicklungserfahrung hat, gar nicht weiß, was man in so eine KI für Prompts reingeben muss und geschweige dessen versteht, was die Antworten bedeuten. Deswegen wundert es mich aber trotzdem nicht, dass ich solche Kommentare bekomme, wie Programmierer sind bald nicht mehr benötigt. Das steht fest. Oder hier im Dreiklang hat geschrieben. Wobei man sieht ihm seine Angst an, bald überflüssig zu sein. Oder vielleicht 10 Jahre seines Lebens umsonst sich Wissen angeeignet zu haben. Ich meine, es ist natürlich jetzt wirklich schwer abzuschätzen, was für Auswirkungen das jetzt hat. Wenn man mal in der Softwareentwicklung gearbeitet hat, geht es mehr darum, als einfach nur ein paar Zeilen Code zu schreiben. Softwareentwicklung ist halt so viel mehr. Also alleine herauszufinden, was wollen die Leute überhaupt, das kann eine KI gar nicht machen. Also aktuell noch nicht. Ich habe mich natürlich auch wahnsinnig viel mit Kollegen unterhalten und mit anderen Leuten, die in der IT unterwegs sind und da schon ein paar Jahre Erfahrung haben. Und die sagen halt auch, nein, also so eine KI wird hoffentlich eher ein Tool und eine Unterstützung sein, aber kein Ersatz. Und das ist halt natürlich auch nur so eine Idee. Natürlich solche Firmen wie OpenAI, die sagen jetzt nicht, ihr werdet alle arbeitslos, weil unser Chatbot alle Aufgaben übernimmt. Weil die Leute sollen natürlich auch keine Angst davor haben. Aber ich denke eher, dass es in viele kleine Helfer geben wird, die in existierende Tools integriert werden, wie in die Entwicklungsumgebung wie damals eine Code-Completion. Das heißt ja jetzt nicht, dass jemand, nur weil man eine Code-Completion hat, jetzt weiß, wie man programmiert, sondern das macht einen vielleicht ein bisschen schneller.
Und das Gleiche natürlich dann auch mit sowas wie ChatGPT. Denn wenn wir jetzt mal zum Beispiel die Arbeit bei Waipu TV nehmen, wo ich arbeite, wir sind im iOS-Team, sind wir 3 Leute. Wir haben jetzt eine riesige Liste im Backlog mit Aufgaben, die wir gerne abarbeiten würden über die nächsten Quartale. Wir sind zu dritt, das ist unmöglich, dass wir alles schaffen. Deswegen müssen wir das priorisieren. Das heißt, ganz oben sind die Items, wo wir sagen, die machen wir jetzt. Und ganz unten die, ja, mal schauen, ob wir überhaupt irgendwann mal Zeit dafür haben. Wir würden es aber gerne machen. Wenn ich jetzt eine Person habe, die mit KI so schnell ist wie wir drei zusammen, dann sagt die Firma ja nicht, ja gut, dann schmeißen wir 2 Leute raus, sparen uns 2 Drittel der Gehälter und entwickeln genauso schnell. Die Firma versucht ja eher zu sagen, okay, die 3 Entwickler, die wir haben, die unterstützen wir jetzt mit KI, damit wir es endlich mal schaffen, alles abzuarbeiten, weil es ist ja nicht so, dass wir genau an dem Punkt sind, dass wir genügend Leute haben. Es gibt ja einen riesen Fachkräftemangel. Wenn man die Leute damit schneller machen kann, dann haben ja alle gewonnen. Und ich benutze es tatsächlich für meine tägliche Arbeit. Also ich mache damit UI, also ich baue damit natürlich jetzt keine riesen Screens, aber so kleine Elemente kann ich damit viel schneller entwickeln, wo ich genau schon weiß, wie das funktionieren muss. Aber ich schreibe einfach rein, was ich haben muss. Der Code wird mir angezeigt. Und ich kann natürlich, durch das, was ich natürlich mit der Technologie lange gearbeitet habe, weiß ich natürlich auch, was der Code bedeutet und wie ob das sinnvoll ist. Und wenn was nicht funktioniert, dann weiß ich auch, an welcher Stelle es hakt. Kleiner Funfact, wir haben hier auch so eine Seeker-Leiste, um in einem Video zu spulen oder in einem aktiven Stream. Jetzt gibt es bei iOS, gibt es zwar so eine Seeker-Leiste im Standard-SDK, aber das unterstützt jetzt nicht Buffering. Das heißt, ich kann nur so weit spulen, also wir wollen halt, dass die Leute nur so weit spulen können, wie jetzt das Video oder der Live-TV, wie der Stand, gebuffert wurde. Diese Seeker-Bar habe ich mit ChatGPT geschrieben. Ich hätte natürlich einen ganzen Tag da rein versenken können und das Ding selbst bauen können. Oder ich habe das in einer Dreiviertelstunde mit ChatGPT habe ich 90% dieser Suchleiste. Das sieht man vielleicht nicht so gut, aber da oben kommt noch so ein kleines Label, was dann hochanimiert, wenn ich anfange zu scrubben. Ich habe dann einfach 90% der Aufgabe habe ich dann mit ChatGPT gemacht. Und die letzten 10% wäre das eigentlich nur so ein Ping-Pong mit ChatGPT geworden, um auf das Ergebnis zu kommen. Das heißt, ich habe es einfach selbst gemacht, den Rest. Aber ich glaube jetzt nicht, dass mein Chef jetzt irgendwie sauer auf mich ist, wenn ich das schneller hinbekomme als ohne ChatGPT. Deswegen, ich glaube schon, dass KI sich extrem nicht nur auf die Softwareentwicklung in alle möglichen Bereichen auswirken wird, aber ich würde davor jetzt keine Angst haben. Ich sehe es eher als eine Chance. Weil manche Leute sagen vielleicht, ich bin naiv. Ich glaube, ich bin einfach nur Optimist. Falls ich komplett falsch liege und ChatGPT mir den Job wegnimmt, dann habe ich mir zum Glück ein Backup mit YouTube aufgebaut. Denn ich habe jetzt mittlerweile eine Teilselbstständigkeit. Und ich habe 2018 habe ich angefangen, Videos hochzuladen über iOS-Entwicklung. Ich wollte einfach was Neues lernen oder ich wollte in der iOS-Entwicklung besser werden und habe dann gedacht, das Beste ist immer, wenn man versucht, anderen Leuten was zu erklären. Das kennt ihr wahrscheinlich alle, wenn ihr in der Klausurvorbereitungsphase seid und in Gruppen zusammen lernt und ihr vielleicht die Person seid, die ein bestimmtes Thema am besten auf dem Kasten habt und ihr erklärt das dann einer Gruppe, dann werden euch Fragen dazu gestellt und ihr beschäftigt euch nochmal komplett anders mit dem Thema und versteht viel besser. Und das war der gleiche Grund, wieso ich gesagt habe, okay, ich versuche jetzt mein Wissen irgendwie rauszubringen. Ich habe mir überlegt, schon mache ich einen Blog. Aber ich habe mich dann ja eigentlich schon immer so für Video interessiert und habe ich gedacht, dann filme ich mich doch einfach dabei, wie ich irgendwas erkläre und lade es auf YouTube hoch. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass es eher eine kleine Nische ist, deutschsprachiger Raum, Einsteiger, iOS-Entwicklung. Ich meine, ich war damals auch als Schüler und Student jetzt nicht mit Geld überschüttet. Das heißt, ich konnte mir natürlich die ganze Hardware gar nicht leisten, um in den iOS-Bereich einzusteigen. Deswegen habe ich dann versucht, so ein bisschen mehr in die Breite reinzugehen und auch Videos zu machen, die ich damals gerne gesehen hätte, wo dann halt Leute zeigen, wie sie arbeiten. Das heißt, ich setze mich einfach vor die Kamera oder an den Schreibtisch, arbeite und filme mich dabei und erkläre dann, was ich so mache. Hier habe ich mir zum Beispiel einfach so eine GoPro auf die Stirn. Dann mache ich dann im POV-Style, arbeite ich und erkläre dann, was ich so mache.
und wie so ein Tagesablauf in der Softwareentwicklung aussieht, jetzt aus meinem Bereich. Und ich versuche halt in jedem Video immer so einen bestimmten Bereich abzudecken, damit die Leute halt so ein ganzheitliches Bild bekommen. Ich mache auch Videos, wo ich über die negativen Seiten der Softwareentwicklung spreche, wie Stress, teilweise sehr viele Meetings. Es ist auch ein Mythos, dass man in der Softwareentwicklung ständig nur am Schreibtisch sitzt und codet. Also teilweise hat man halt einfach nur so 10-20% Zeit des Tages, überhaupt irgendwie Code zu schreiben. Danach sitzt man in irgendwelchen Plannings und dort noch in irgendwelchen Meetings. Also ist nicht alles super toll, wenn man keine Meetings mag. Aber das Positive überwiegt dann doch ganz ordentlich. Und das versuche ich dann natürlich auch in den Videos wirklich zu zeigen. Klar, es ist Social Media. Ich versuche dann halt auch wirklich auch Tage rauszusuchen, wo ich auch coole Sachen mache. Weil wenn ich jetzt einen Tag habe, wo ich wirklich nur code und irgendwie eine ganz langweilige Aufgabe habe, dann das wäre jetzt auch ein Video, was ich mir nicht gerne anschauen würde. Aber man hat als Softwareentwickler hat man natürlich auch sehr viele Freiheiten. Zum Beispiel kann man remote arbeiten. Wir waren jetzt letztes Jahr im Februar für 3 Wochen mit einem befreundeten Paar, Südportugal, keinen Urlaub genommen. Wir haben dann einfach tagsüber gearbeitet, sind dann nach der Arbeit an den Strand gegangen zum Surfen. Auch cool. Dazu kommt natürlich noch, dass die Bezahlung in der Softwareentwicklung ganz ordentlich ist. Das heißt, ich liebe den Job und ich versuche den Leuten dann halt auch zu zeigen, so, man muss jetzt nicht irgendwie der talentierteste Übercrack sein, um in die Softwareentwicklung einzusteigen, weil ich bin es auch nicht, aber es geht schon irgendwie und der Bedarf ist da. Deswegen, wenn man sich dafür interessiert, dann soll man sich auch nicht scheuen, da einfach mal den Versuch zu wagen und einzusteigen. Ich bin auch ein Fan davon, dass Bildung jetzt keine Einbahnstraße ist, sondern dass Leute sich am besten gegenseitig irgendwie versuchen, irgendwie einen Austausch zu schaffen und sich gegenseitig versuchen, irgendwie weiterzubringen. Deswegen habe ich dann vor ein paar Jahren so einen Discord-Server aufgestellt. Aufgesetzt. Ihr kennt wahrscheinlich eh alle Discord. Das sind jetzt mittlerweile die Kernzuschauerschaft mit ca. 3000 Mitgliedern. Und das hört sich jetzt ein bisschen an, so nach, komm in die Gruppe. Aber es ist wirklich ganz cool, weil da kommen halt Leute aus allen möglichen Bereichen rein, wie Schüler, Studenten, Quereinsteiger, Leute, die schon sehr viel Erfahrung haben, Leute, die sind teilweise auch schon irgendwie 60 plus und sind mega lange in der Softwareentwicklung unterwegs. Die haben natürlich komplett andere Geschichte und es ist natürlich super, wenn die da ihre Erfahrungen mit reinbringen. Und da tauschen sich die Leute halt über alle wichtigen Dinge, was die Softwareentwicklung angeht, tauschen sich die Leute aus. Also die geben sich Tipps, wie kann ich Programmieren lernen. Also da gibt es dann auch Bereiche für verschiedene Technologien. Die Leute helfen sich gegenseitig bei eigenen Projekten. Die suchen sich Leute, um gemeinsam in irgendeinem Projekt zu arbeiten, weil ich halt auch immer sage, versucht eigene Projekte zu machen, da lernt ihr am meisten. Aber auch bei Karrierefragen. Also da manche Leute, die posten da teilweise ihre Jobangebote, die sie haben und haben dann 2 oder 3 Angebote und sagen dann, Leute, ich kann mich nicht entscheiden, für welches, was denkt ihr, ist jetzt die richtige Entscheidung. Und da wird dann halt immer ganz sachlich diskutiert. Kann auch mal emotional werden. Ich meine, in der IT gibt es natürlich immer viele Meinungen. Aber da versuche ich halt, dass die Leute halt so viel wie möglich irgendwie mitnehmen können. Da ist jetzt ein QR-Code, den könnt ihr einscannen. Da ist jetzt einfach nur ein Link zum Discord-Server. Aber ansonsten habe ich den natürlich immer unter den Videos verlinkt. Deswegen würde ich jetzt sagen, kommen wir mal zu meiner dritten und letzten Erkenntnis. Als ich den Kanal damit damals gestartet habe, habe ich niemals damit gerechnet, dass das irgendwann mal was Ernsthaftes werden wird. Genau das Gleiche, als ich damals bei Professor Schöffmann mein Softwarepraktikum gemacht habe, habe ich niemals damit gerechnet, dass ich damit irgendwann mal mein Geld verdienen kann und einen Job habe, den ich so gerne mache. Bei YouTube zum Beispiel habe ich angefangen, diese Videos zu machen und mittlerweile kann ich das wirklich ein bisschen ernsthafter machen. Ich bin letztes Jahr in meinem Hauptjob in Teilzeit gegangen, arbeite jetzt in einer 4-Tage-Woche, freitags immer frei. Heute habe ich mir Urlaub genommen und arbeite dann freitags ausschließlich an YouTube, weil ich mir damals vorgenommen habe, wenn ich es schaffe, mit YouTube so viel einzunehmen, dass ich diese 20% Gehaltseinbuße kompensieren kann, dann werde ich in Teilzeit gehen. Und es hat dann geklappt, obwohl ich relativ wenig Abonnenten habe im Vergleich zu anderen Creatern, weil es halt einfach relativ profitabel ist. Also da gibt es
Monetarisierungsmöglichkeiten. Wir haben im Anschluss sowieso noch eine Q&A-Session. Ihr könnt mich wirklich alles fragen, Gehälter, wie kann man auf YouTube Geld verdienen, wie viel Geld kann man da verdienen. Ich bin da sowieso immer hundertprozentig transparent. Bin überhaupt kein Fan von der ganzen Tabuisierung, was jemand verdient. Also da haben dann irgendwie alle nur was davon. Neben dem finanziellen Aspekt ist natürlich auch cool, dass ich mir so ein cooles Netzwerk aufbauen konnte. Ich weiß ja nicht, ob ihr irgendwie viel YouTube schaut. Schaut ihr irgendwelche IT-YouTuber? Ja, also ich meine, klar, so ein paar Leute wie, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht The Morpheus Tutorials kennt, dann Niklas Steenfahrt, Algorithmen verstehen, programmieren, lernen. Das sind halt alles Leute, die ich halt durch YouTube mittlerweile auch persönlich kennenlernen durfte. Habe ich damals auch nicht damit gerechnet, dass ich die Leute mal kennenlernen werde, als ich mein erstes Video hochgeladen habe. Deswegen komme ich jetzt zu meiner dritten und letzten Erkenntnis. Einfach anfangen. Wenn ihr Lust auf irgendwas habt, einfach anfangen. Also klar, am Anfang, mein erster Code, der war absoluter Käse. Hoffentlich ist er jetzt besser geworden. Meine ersten Videos sah so aus und ich habe ultra viel Zeit reingesteckt, damit es so gut aussieht. Mit der Beleuchtung und so weiter. Im Endeffekt hinten alles ausgebrannt und so weiter. Mittlerweile sehen die Videos so aus. Das ist natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Dass dazwischen aber über 200 Videos stecken, das sieht man halt erstmal nicht. Video 2 sah fast aus wie das erste, Video 3 sah auch fast aus wie das dritte, aber umso mehr Videos ich produziert habe, umso mehr konnte ich dann halt auch diesen Skill verbessern, irgendwie, dass es halt gut auf Kamera aussieht und das gleiche halt auch bei der Softwareentwicklung. Ich meine, nur weil ich jetzt irgendwie seit 7 Jahren in der iOS-Entwicklung arbeite, heißt es jetzt nicht, dass ich irgendwie alles kann, weil jedes Jahr kommt dann Apple, bringt irgendwelche Neuerungen raus und wenn ich dann nicht up-to-date bleibe, bin ich auch früher oder später raus. Das heißt, man ist eigentlich nie fertig, nie ausgelernt, deswegen ist es manchmal vorausschauend irgendwie ein bisschen schwer zu sehen, in welche Richtung es geht, aber wenn man dann mal zurückschaut, dann weiß man ganz genau, welche Entscheidungen mich an die heutige Stelle gebracht haben, wie beispielsweise mein erster Upload auf YouTube und meine erste App bei Professor Schöffmann. Genau. Falls ihr irgendwelche Fragen dann noch im Anschluss habt, könnt ihr mich auch auf YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, überall auf mit @KevinGromick finden. Bei dem QR-Code gibt es einen Link auf meine Webseite, da ist dann auch meine E-Mail-Adresse verlinkt. Da könnt ihr mir dann auch alles Mögliche schreiben. Ich bin immer froh, wenn ich mal eine E-Mail bekomme, wo ich dann irgendwie jemand noch eine Frage beantworten kann. Genau, aber ansonsten würde ich sagen, wir sind durch. Und bin sehr gespannt, ob und welche Fragen ihr habt. Ja, herzlichen Dank für den spannenden Vortrag. Da waren sehr viele interessante Punkte dabei. Gibt es Fragen vom Publikum? Ich persönlich habe sehr viele Fragen. Ihr könnt alles fragen. Nicht schüchtern sein. Also vielleicht, ich starte mal mit einer Frage. Wir haben vorher ganz kurz darüber gesprochen, über Homeoffice, wie das eigentlich so aktuell in der Praxis läuft. Ja. So gesagt, wenn heute eine Firma kein Homeoffice mehr anbietet, dann hat sie ein Problem. Kannst du das vielleicht mal ein bisschen breiter erklären? Ja, genau. Also gerade durch die Pandemie waren ja alle Leute gezwungen, zu Hause zu arbeiten und für viele Firmen war das dann eine Umstellung. Für die ITler war das jetzt nicht unbedingt eine Umstellung, weil ja sowieso für die meisten Leute, also die ganze Infrastruktur ist ja sowieso auf Remote ausgelegt. Der ganze Code ist ja nicht mehr auf den lokalen Rechnern. Das heißt, die Kopie liegt ja sowieso immer auf GitHub oder GitLab oder sonst irgendwo. Die ganze Kommunikation, Dokumentation macht man ja auch nicht mehr alles vor Ort, sondern das ist dann irgendwie auf Confluence, Jira gehostet. Da gibt es ja so viele Tools und es gibt ja schon seit Jahren gibt es Leute, die halt einfach remote arbeiten. In meinem allerersten Job habe ich mit ganz vielen Leuten aus der Ukraine, Armenien zusammengearbeitet. Das hat super funktioniert. Das war 2013. 10 Jahre später ist es natürlich nicht schlechter geworden. Und die Leute haben halt auch einfach gesehen, es funktioniert, wenn ich zu Hause bin. Ich erspare mir den Arbeitsweg. Natürlich hat nicht alles nur Vorteile. Der Austausch kann vielleicht ein bisschen darunter leiden. Aber viele Leute sehen halt auch einfach die Vorteile. Und ich glaube, eine Firma muss das mittlerweile mit anbieten. Also
bei uns, ich lebe in München, ziemlich zentral, mein Arbeitgeber 20 Minuten mit dem Fahrrad weg, ich gehe vielleicht einmal im Monat ins Büro. Gut, ich habe eine Frage zu YouTube. Ja. Ich bin ja deutschsprachiger, ja, YouTuber und ich frage mich da immer, kann man da wirklich genügend verdienen oder macht es nicht mehr Sinn, dass man auf Englisch wechselt? Ja und nein, also auf Englisch wäre es wahrscheinlich einfacher, die Masse zu erreichen, weil natürlich viel mehr Leute Englisch sprechen, aber man hat natürlich auch viel mehr Competition. Also es gibt ja viel mehr Kanäle, die vielleicht was Ähnliches machen und im deutschsprachigen Bereich gibt es jetzt, was so Vlogs und diese Einblicke angeht, gibt es halt fast gar nichts. Deshalb habe ich dann halt auch weniger Wettbewerb. Monetarisierungstechnisch, ja, könnte man natürlich argumentieren, dass man da, wenn man mehr Reichweite hat, verdient man natürlich auch. Wenn ich jetzt doppelt so viele Klicks mache bei einem Video, verdiene ich doppelt so viel. Also das wächst einfach linear nach oben, genau, weil es gibt halt diesen CPM, diesen Cost per Mill. Und das ist, was eine Firma, also es gibt ja verschiedene, das heißt nicht so viel mit der Softwareentwicklung zu tun, aber es gibt ja bei YouTube verschiedene Monetarisierungsmöglichkeiten. Das erste ist natürlich über Google AdSense. Das heißt, wenn ihr YouTube anschaut, dann bekommt ihr Werbung angezeigt und einen Teil der Werbung, was die Firma bezahlt, die da ausgespielt wird, bekommt der Creator. Je nachdem, in welchem Bereich ihr Videos macht, bekommt ihr mehr oder weniger. Wenn ihr zum Beispiel Gaming macht, ist der CPM ein bisschen niedriger, weil die Zuschauerschaft sind ja eher junge Leute und die haben alle kein Geld. Wenn da jetzt so 13-, 14-Jährige sind, die, wenn man denen Werbung zeigt, die können dann halt zu ihren Eltern gehen, fragen, bekomme ich das? Ja, nein. Aber wenn jetzt jemand Videos macht zu Finanzthemen zum Beispiel, da ist es nicht unüblich, dass ein kleiner Creator mit 30.000, 40.000 Abonnenten viel mehr Geld verdient als ein Let's Player mit 200.000 Abonnenten. Weil, wenn ich jetzt Videos über Finanzen mache, über Aktien und so weiter, dann schauen sich das ja nur Leute an, die auch Geld zum Investieren haben. Dann gibt es dann Firmen, die machen dann schaltende Werbung dafür und es macht dann einen Unterschied von Faktor 10. Also genau, und dieser Cost per Mill ist dann halt der eine Faktor. Dann kann man natürlich über Affiliate-Links, also schaut unten in die Videobeschreibung, dort habe ich meine Tastatur verlinkt, ihr klickt drauf, ihr werdet zu Amazon weitergeleitet, kauft euch irgendwas und ich bekomme eine kleine Provision. Das ist auch ein Teil. Das meiste Geld bekommen die meisten Leute tatsächlich über Firmenkollaborationen. Das heißt, diese im Video, wenn ich sage, dieses Video ist gesponsert von bei Mama bekommt ihr das und das und das. Hier habt ihr einen Gutscheincode Kevin10 für 10% unten in der für irgendwas. Da bekommt man dann tatsächlich auch nochmal ordentlich Geld. Also da steckt wirklich viel Geld drin. Auch bei meiner Größe kann man davon ganz, also ich kann davon noch nicht leben, aber genau. Und natürlich die letzte Möglichkeit ist, dass man eigene Produkte macht, wie zum Beispiel einen Videokurs. Ihr Lebenslauf hat jetzt gezeigt, 4 verschiedene Jobs. Das ist natürlich immer spannend und man entwickelt sich weiter, man lernt Neues dazu, man kriegt mehr Geld, wenn man einen Job wechselt. Aber das heißt also, im Job 2 oder 3 Jahre zu sein und dann einen Wechsel zu machen. Wie sieht da die Zukunft aus? Sehen Sie das auch so, alle 2, 3 Jahre wechseln, unerfüllbar, dann doch den Wunsch nach Konstanz oder nach dem Wechseln ganz andere Tätigkeiten, Projektmanagement, Teamführung oder Mittel? Genau, also ich würde sagen, gerade am Anfang ist es nicht unüblich, dass man vielleicht eher mal einen Jobwechsel macht, weil nach 3 Jahren bei der ersten Firma, da kenne ich halt dieses ganze Projekt auswendig. Das heißt aber nicht, dass ich super viel Erfahrung insgesamt habe. Deswegen würde ich dann dort empfehlen, dann halt auch mal einen anderen Eindruck zu bekommen. Man kann das halt auch umgehen, indem man sagt, ich arbeite in einer Agentur. Und dort arbeitet man dann halt ständig an verschiedenen Projekten mit. Und da bekommt man dann auch relativ viele Einblicke in verschiedene Bereiche. Hat dann natürlich dann halt auch ein bisschen mehr Stress bei der Arbeit, würde ich mal sagen, weil Agentur ist nochmal ein bisschen was anderes. Für mich ist, ich glaube, ich bin jetzt an so einem Punkt, ich will jetzt nicht mehr einfach so wechseln. Ich habe mit diesen 80% habe ich dann eine gute Position gefunden. Ich arbeite sehr gerne in der Firma und wenn ich dann vielleicht irgendwann mal wechseln sollte, dann vielleicht eben, weil ich sage, ich will einen karrieremäßigen anderen Sprung machen, also nicht mehr als iOS-Entwickler, weil irgendwann kommt halt nicht mehr viel, dann kann man vielleicht noch irgendwie Tech-Lead werden oder vielleicht halt wirklich ins Management gehen, genau, aber
das kann man dann natürlich immer, noch immer innerhalb der Firma machen. Also bei LinkedIn kommen natürlich auch teilweise Nachrichten rein. Ja, wir suchen jemanden für Head of Mobile. Aktuell habe ich halt einfach nicht das Bedürfnis, weil ich halt sehr gerne diese ganze Konstellation habe, so wie ich sie jetzt gerade habe. Aber ich glaube, perspektivisch wechseln die meisten Leute dann eher weniger. Weil gerade im Managementbereich ist es eher eine rote Flagge, wenn man dann später alle 2-3 Jahre den Job wechselt. Weil da überlegt man sich, weil das halt für eine Firma, so eine Führungsposition auszutauschen, ist natürlich viel, viel teurer als jemand, der vielleicht gerade 1-2 Jahre Arbeitserfahrung hat. Vollzeit-YouTuber, wäre das für dich auch eine Option? Es gibt ja sehr viele, die das Vollzeit machen. Ja, da ist halt das Problem, ich würde mich halt auf diese eine Plattform abhängig machen. Das heißt, wenn YouTube irgendwann mal entscheidet, aus irgendeinem Fehler auch raus, wir machen den Kanal dicht. Kenne ich auch Leute, bei denen das passiert ist. Da wurden dann auf einmal bei Morpheus zum Beispiel, Morpheus Tutorials, der hat vor 5 Jahren oder 6 Jahren Videos über Hacking gemacht, aber im Educational-Bereich, der hat es nicht gesagt, hier, so könnt ihr das WLAN eures Nachbarn hacken, sondern weil er halt auch als Dozent auch arbeitet. Und YouTube hat dann angefangen, jahrealte Videos zu striken. Und wenn man 3 Strikes hat, ist der Kanal weg. Und der hat der ist ja damit selbstständig. Also der lebt ja davon. Und da hätte ich, glaube ich, ein bisschen Angst. Ich habe noch eine Frage zu ChatGPT. Ja. Wir haben ja gesehen, dass man da sehr leicht Apps entwickeln kann, Teile von Apps. Mhm. Und ich habe so den Eindruck, wenn man jetzt als Absolvent von einer Universität kommt, dann kann man vielleicht, auch wenn man nicht wirklich gut Programmieren gelernt hat, bei einer Firma anfangen und dort sehr viele Programme entwickeln. Also siehst du das auch so oder ist das komplett die Fehleinschätzung? Also so wie ich jetzt damals diese Videoplayer-App programmiert habe, so als eigenes Projekt, ja, also es kommt halt immer darauf an, wie der Bewerbungsprozess ist. Wenn die ein bisschen genauer hinschauen, dann merkt man ja schon, ob jemand das selbst gemacht hat oder nicht. Ich meine, das ist ja auch in der Uni so. Wenn jemand die Hausaufgaben von jemandem abgeschrieben hat, gerade irgendwie Mathe, Informatik, irgendwie sowas, und als Professor fragt man dann einmal genau nach, dann merkt man ja relativ schnell, ob die Person das verstanden hat oder nicht. Und ich glaube, dort ist das genau das Gleiche. Also sagen wir, diese Blender, die kann man mit relativ einfachen Mitteln irgendwie aussortieren. Aber die Frage ist eigentlich, muss ich so gut programmieren können? Ja, man muss ja schon verstehen, was da passiert. Also davor gab es ja auch irgendwie Stack Overflow, oder es gibt es ja noch immer, aber es ist vielleicht nicht mehr ganz so relevant. Und wenn jemand nur auf Stack Overflow kopiert, dann sieht man das trotzdem, weil teilweise in den Bewerbungsgesprächen fragen wir auch, hast du irgendwie ein eigenes Projekt, wo du ein bisschen Code zeigen kannst? Und die zeigen dann den Code und dann sieht man relativ schnell, wenn sich der Stil 10-mal ändert, so was wurde jetzt selbst gemacht, was wurde jetzt von Stack Overflow kopiert, weil teilweise sind dann manche Funktionen, gibt es 10 Kommentare drin und bei dem anderen 90% dann halt auf einmal gar nicht, dann weiß man genau, irgendwas passt da nicht rein. Und ja, da versucht man halt schon, es ist ja in Ordnung, wenn man sich das irgendwie so zusammenreimt, wenn man es halt nicht besser weiß, aber man muss halt trotzdem versuchen zu verstehen, was da passiert. Und da hilft einem ChatGPT dann nur teils, weil die wenigsten Leute sagen, ja, programmier mir eine View, die das und das macht und die kopieren dann eher einfach und es funktioniert dann. Die wenigsten sagen so, und jetzt erklär mal ganz genau, was da passiert. Und dann merke ich mir das. Herzlichen Dank nochmal. Ja, vielen, vielen Dank.